Ja, mein Name ist Ludger Frier. Ich bin hier der Vorsitzende in Lohne vom Naturschutzbund und wir haben am 29. September, das ist ein Sonntagnachmittag, 14 bis 18 Uhr, Apfel- und Mostefest. Da laden wir unsere Obstbaumpaten ein, aber nicht nur die, sondern auch ganz viele Leute, die kommen mögen, denn es gibt leckeren Apfelsaft, es gibt Kaffee und Kuchen, es gibt Reibepfannkuchen, es gibt viele Naturschutzinformationen und immer wieder ein Gang über diese Streuobstwiesen, damit man sich erkundigen kann, was hier alles stattfindet an Naturschutzmaßnahmen, dass man die 130 Obstbäume in 90 verschiedenen Sorten sieht, die alten Sorten, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Und das ist wunderbar, diese geschmacklichen Unterschiede zu sehen, das unterschiedliche Aussehen. Ja, und die ganzen Maßnahmen, die wir hier haben, von Insektenhotels, von Blühflächen, von Trockenmauern. Unsere Kindergruppe hat hier regelmäßig ihre Treffen. Und genau das soll man hier erleben. Kommt vorbei, Sonntag, 29. September, 14 bis 18 Uhr. In Südlohne, Stienenberg 13. Es ist ausgeschildert.